Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's, eure Claudi von Solart und heute habe ich Lust mit euch richtig durchzudrehen. Ich habe hier richtig schöne Regenbogenfarben vorbereitet und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Wie ihr gut erkennen könnt, arbeiten wir heute auf einer großen Leinwand. Meine hat heute 50 x 50 cm und ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich den Messbecher auspacke. Ich will heute mit euch ein bisschen Mixed Media machen. Und zwar möchte ich Ring und Ribbon Pur miteinander kombinieren. Und ich hoffe auf ein tolles Farbspiel. Für diese Technik beginne ich, unseren Messbecher zu schichten. Ich habe vorbereitet ein Pearlweiß, ein Gelb, ein Pink, ein Violettrot, Ultramarinblau und Petrol. Im Messbecher werde ich mich von der hellsten zur dunkelsten Farbe vorarbeiten. Dementsprechend beginne ich mit Perlweiß. Anschließend Sonnengelb. Anschließend Pink. Und bevor ich jetzt zu den dunkleren Farben komme, möchte ich diese Farbkombination noch einmal oder vielleicht sogar zweimal wiederholen. Also ich starte wieder mit Pellweiß. Gelb. Pink. Und ein drittes Mal Pellweiß. Gelb und Pink. Ich möchte einfach sicher gehen, dass ich für unsere große Leinwand genug Farbe habe. Ihr könnt sehen, wir arbeiten heute ohne Basisfarbe. Außerdem gibt mir dieses mehrschichtige Auftragen der Farben einfach später einen schöneren Kontrast. Okay, mit den hellen Farben bin ich durch. Weiter geht's mit Violettrot. Ah, ich liebe diese Farbe. Ultramarinblau. Petrol. Und von vorne Violettrot. Ultramarinblau. Und Petrol. Und ein letztes Mal brauche ich meine Farben auf. Violettrot. Ultramarinblau. Und mein Petrol. Soweit, so gut. Also ihr könnt schon sehen, es ist eine wilde Farbkombination. Wenn ihr Ring puren möchtet, bedenkt bitte immer daran, die letzte Farbe in eurem Becher wird auch die erste Farbe sein, die auf eurer Leinwand arbeitet. Ich möchte heute einen Farbverlauf von hell nach dunkel schaffen und dementsprechend habe ich mit den hellen Farben begonnen. Okay, einmal Tiefluft holen, meine Lieben. Und ich platziere unsere Farbe in der Mitte. Na, ihr könnt schon sehen, wie schön sich unser Muster formt. Beim Ring Pour könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Farbe ein bisschen schneller aus dem Becher laufen lasst oder ein bisschen langsamer. Ihr könnt auch einmal die Richtung wechseln. Thank you.
Ebenso könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eure Farbe von weiter oben laufen lassen wollt. Ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen weniger. All diese Faktoren geben euren Ring später einen wunderschönen Kontrast und ein eigenes Muster. Und wir möchten heute alles nur nicht langweilig. Langsam sind wir auch bei unserer perlweißen Farbe angelangt. Das freut mich sehr. Auch hier könnt ihr erkennen, ich bewege meine Hand in einer kreisenden Bewegung. Lasse immer mehr von unserer Farbe rauslaufen. Dann ändere ich die Richtung. Durch das Bewegen meiner Hand schaffe ich diese schönen Linien. Den einzigen Gefallen, den ihr mir tun müsst, ist, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich und immer beim Ringpour die Luft anhaltet. Gerade zur Mitte hin versuche ich schöne kreisende Bewegungen zu machen. Allerdings ändere ich auch hier die Richtung. Ebenso könnt ihr ein bisschen variieren, ob ihr schnellere Kreise zieht oder langsamer. Okay, ihr Lieben, ihr habt gesehen, ich habe aufgehört, wenn es am schönsten ist. Bevor ich das Ganze jetzt ausdehne, ist euch bestimmt aufgefallen, ich habe noch ein bisschen Farbe in meinem Becher. Und mit dieser Farbe möchte ich nun über unseren Ring, den wir gerade geschaffen haben, den Ribbon ziehen. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Ribbon ist, das Ribbon ist übersetzt die Schleife. So könnt ihr euch das vorstellen. Dementsprechend mache ich es jetzt langsam für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Gestalte ich nun einmal über unseren Ringpour eine Schleife. Ich brauche noch den Rest der Farbe auf. Ich mache einmal dickere Linien und einmal dünnere. So, Rest der Farbe kann ich zum Dehnen verwenden. Sehr gut, unser Messbecher ist leer. Jetzt ist Zeit für Handschuhe, meine Lieben. Bevor wir unser Bild jetzt ausdehnen, ist es wichtig, noch einmal kurz mit dem Brenner drauf zu gehen, um etwaige Luftbläschen aus unserer Farbe herauszubekommen. Das sind wirklich schöne Regenbogenfarben, das finde ich toll. Okay. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir uns unseren schönen Kreis in der Mitte schon erhalten. Allerdings sollten die Ribbons natürlich nicht verloren gehen. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, ganz vorsichtig unser Muster auszudehnen. Ja, das sieht so cool aus. Ich finde ja, Ringpour für sich alleine ist schon spektakulär. Aber im Mixed-Media-Stil mit einer zweiten Technik gemixt, ist es schon unheimlich aufregend.
So weit, so gut. Also ich finde, es sieht jetzt schon richtig, richtig schön aus. So richtig schön farbenfroh. Ich habe hier jetzt noch ein ganz kleines bisschen Farbe übrig in meinem Messbecher. Ihr könnt sehen, es ist nicht mehr viel. Und mit diesem möchte ich jetzt noch eine dreidimensionale Schleife über unser Bild machen. Wunderbar. Auch die werde ich jetzt nach unten noch ein ganz kleines bisschen ausdehnen, nicht zu viel. Ah, und ich hole mir meine Farben wieder zurück in die Mitte. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit dem Ausdehnen. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch die Details. Wenn wir hier oben anfangen, unsere super schönen Ringe sind uns wirklich toll erhalten geblieben. Selbstverständlich war mir bewusst, dass wenn wir Blau und Gelb in einem Becher mixen, wir ganz schöne Grünakzente bekommen. Das kommt auch hier an dieser Stelle wirklich gut raus. Ich finde, es ist ein tolles Farbspiel und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Auch die Ribbons, finde ich, machen das ganze Bild wirklich interessant. Hier kann man gut erkennen, ich habe eine transparente Farbe verwendet. Das heißt, die verschwimmt ein bisschen mehr im Hintergrund. Und dann haben wir hier Farben, die sich kräftig über die anderen Linien legen. Ich kann euch sagen, das ist eine wahnsinnig kreative Technik. Probiert es unbedingt mal selber aus. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.